Timmy, dann legen wir los. Heute gebe ich dir keine Gelegenheit, mich vorher zu filmen, weil ich fange direkt an mit dem Intro. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Eine weitere Folge Papa kocht. Wir machen heute wieder was Asiatisches, weil Timmy, das ist der Typ an der Kamera, und ich, das ist der Bernd, wir haben Hunger. Und wir haben ein, zwei Zuschriften bekommen. Wir haben ja schon mal ein Video gemacht mit einem knusprigen Hähnchen auf süß-saurer Soße. Steht hier oben. Ist auch geil, aber da haben ein paar Jungs geschrieben, ja, sie mögen das auch mit dem Panierten und so weiter, aber es gibt ja auch ein Gericht beim Asiamann, wo das quasi das Hähnchen im süß-sauren Soße mit ein bisschen Gemüse drin ist. Das machen wir heute nach. Super einfach, super schnell und viel geiler, wenn ihr es selber macht, als wenn ihr es euch irgendwo im Bahnhof beim Asiamann holt. Okay, ich zeige euch, wie es geht. Ich zeige euch, was ich alles hier habe. Schauen wir hier runter. Wir fangen mal an mit Hähnchenbrust, ne? Ihr wisst ja, gutes Bio-Hähnchenbrust, wie wir es immer nehmen. Wunderbar, schönes Zeug. Sind in etwa 500 Gramm, sind zwei stabile Jungs hier, ne? Muss man sagen. Dazu gibt es Dosen Ananas. Und ich sage bewusst Dosen Ananas, weil ich will direkt den Ananassaft haben, der damit drin ist. Den habe ich nämlich hier. Dann können wir uns nämlich das schon sparen. Und die Ananas wird sowieso weich beim Kochen. Ihr könnt auch frische nehmen, aber ist nichts gegen Dosen Ananas einzuwenden. Euer Asiamann des Vertrauens, der macht das auch. Ich bin so ein Erbsentyp. Ich mache so ein paar kleine feine Erbschen rein. Die gibt es tiefgekühlt. Da habe ich immer einen großen Sack im Tiefkühler liegen. Super geil, frische, auf dem Feld eingefrorene Erbsen quasi, schmecken gut, es passt super dazu. Ich bin ein großer Bambus-Typ. Gibt es in der Dose, gibt es im Glas, vorgekochte Bambusscheiben. Die sind gut, die machen diesen Asia-Flavor mit rein. Ich mag das gern, es passt gut dazu. Ich mische den Saft, der da drin ist, immer schon direkt mit meinem Ananassaft. Dann hast du eine gute Mischung, eine super Basis, ja? So, dann habe ich hier noch ein bisschen Ingwer am Start. Wir haben noch bunte Paprika, das schneiden wir alles schön in Würfelchen, das auch. Dann haben wir ungefähr für alles dieselbe Größe. Dann machen wir eine geile, leckere, wunderbar klebrig, süß, saure Soße dazu. Das wird toll, ihr dürft dabei zugucken, ich fange an mit Hähnchen schneiden. So, da ist das Huhn. Ja, guck mal. Hier beim Hähnchen oftmals so, ihr kennt es schon, hängt so ein bisschen Knochen, ein bisschen Sehne mit dran. Einfach ein Stück wegschneiden, auf die Seite, beim anderen auch. Hier sieht es noch ein bisschen besser aus. Aber hast ja keinen Bock drauf rumzubeißen nachher, ne? Deswegen immer schön wegschneiden. So, dann mache ich immer diesen hier. Hier vorne ist es ja so ein bisschen dicker. Und dann schneiden wir das Filet einmal so der Länge nach durch. Dann können wir das viel besser in so Würfelchen schneiden gleich. Schön aufpassen, nicht in die Hand. Scharfes Messer in der Mitte durch. Zack, so läuft's. Ja? So, guck mal, jetzt schneiden wir das hier der Länge nach in so Streifen. Dann packen wir es zusammen. Und dann gucken wir, dass wir das hier so irgendwie versuchen, in so, ja, Würfelgröße zu schneiden. Das werden natürlich nicht immer Würfel, ne? Ein rundes Tier in Ecken schneiden, immer schwierig. Aber ihr habt schon verstanden, ne, wo es hier darum geht, dass man quasi so dieses, die gleiche Schnittform hat, um am Ende auch die gelbe Garzeit zu haben. Das ist immer wichtig und außerdem ist es eine optische Sache, die super wichtig ist. Ja? Und guck mal, woran ihr merkt, dass ich alt werde, hier liegt ein Spickzettel für meine Soße. Ha! Wird nicht verraten, steht unten in der Videobeschreibung. Aber manchmal, ne, ich habe bei diesen ganzen Rezepten, ich kann mir auch nicht mehr alles merken. Ne? Der Timmy muss mir immer was vorsagen oder wir schreiben es halt einfach auf. Ne? Aber es ist ja wichtig, wenn man sich da ans Rezept hält, dann schmeckt es am Ende auch immer wieder geil. Und ja, es gibt Köche, die sagen, jo, ich bin Koch, kein Apotheker. Das mag alles sein, aber bei solchen Soßen macht es gar keinen Sinn, das links und rechts abweichen zu lassen, wenn man weiß, so schmeckt es. Warum dann nicht einfach immer so machen? Ne? Timmy, hast du schon gezeigt, was hier drüben liegt? Guck mal hier. Seht ihr das? Das sind Chilis und Peperonis aus dem Garten von Bernd. Bernd, vielen Dank. Der hat die extra hier gestern vorbeigebracht. Ich werde davon auf jeden Fall heute eine mit ins Essen reinschaffen. Ne? Hat dann normalerweise nicht so viel zu verloren, aber so ein bisschen was Scharfes ist ja grundsätzlich kein Problem. Bernd, vielen Dank für deine Chilis. Hier aus Itstein übrigens, ne? Ziemlich geil. Freuen wir uns sehr drüber. So, guck mal, so schnell ging das hier. Hähnchen ist geschnitten. So, was wir jetzt dran machen, ist ein bisschen Salz. Ja, noch ein bisschen Salz. Wunderbar. Dann machen wir so ein bisschen helle Sojasauce. Ihr kennt es ja schon, ne? Helle Sojasauce, dunkle Sojasauce muss man da haben. Achso, es gibt ein Video, da steht drin, was ihr am besten für Produkte zu Hause braucht. Wenn ihr geil asiatisch kochen wollt, machen wir auch hier oben rein, ne? Timmy, da hast du was zu tun. So, guck mal hier, einfach so ein bisschen drüber. Zwei, drei Esslöffelchen sind das am Ende. Und dann gehen wir hin und machen so ein bisschen Speisestärke dazu. Die kommt hier so ein bisschen ganz locker drüber. Sehr gut, da haben wir so ein leichtes Coating außenrum, dann bleibt es schön saftig. Und dann marinieren wir das jetzt hier mit der hellen Sojasauce, ein bisschen Salz. Was ihr natürlich auch dran machen könnt ist, bleibt da. Ich komme! Bin wieder da! Kochwein.
Asia-Kochwein, super geil. Timmy, kannst du mal aufdrehen? Ich habe eine dreckige Hand. Guck mal, jetzt wisst ihr, für was der Kameramann alles da ist. Da kommt auch ein Schlückchen dran. Oh, ist einfach geiles Zeug. Danke, Timmy. So, das kommt jetzt hier in die Marinade rein. Ihr könnt mal hier reingucken, so sieht es dann aus. Das macht absolut Sinn. Da machen wir noch ein bisschen Stärke. Nicht viel, gerade ein bisschen. Tipptopp. Und dann lassen wir das hier drin kurz ziehen. Und dann haben wir eine schöne Marinade. Schmeckt das Hähnchen obergeil. Stellen wir jetzt hier rüber. So, dann tauschen wir einen Handschuh. Und dann sehen wir uns gleich zum Gemüse schnippeln. Obwohl, muss man da viel quatschen. Ich schneide das Gemüse mal zusammen. Ihr guckt mir zu, ja? Okay, guck mal hier, Timmy, wir haben geschnitten. Ihr seht, was ich meine, ne? Gleich groß. Bambus habe ich auch so ein bisschen hingeschnitten. Das habe ich mal alles gerieben heute hier. Chili, Ingwer, Knoblauch, super geil. Die Ananas ist schon geschnitten. Und dann machen wir gerade mal ein bisschen Sößchen, ne? Mit meinem schlauen Zettel hier. Also, pass auf, Esslöffel nehmen wir. Große Esslöffel. Ja? So, 6 Esslöffel Sojasauce. 1, 2, 3, 4, 5. 6. So, dann brauchen wir 8 Esslöffel Reisessig. Ihr wisst, mein Lieblingsreisessig mit Skan. Keine Kooperation, keine, leider keine Partnerschaft, weil das Zeug ist echt teurer als alles andere, aber schmeckt halt geil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und die 8. Haben wir das schon mal. Dann machen wir 200 ml Ananassaft. Schauen wir, wie viel da drin ist. Na, 300. Gucken wir mal. Ja. Ja. Noch ein bisschen. Sehr gut. Dann 3 Esslöffel Tomatenmark. Ihr kennt es ja. Schön gehäuft. Das macht nachher die schöne Farbe. 3. Oh, wunderbar. Satisfying, gell? So, und da es ja süß-sauer ist, brauchen wir auch braunen Zucker. Und zwar. Kennt ihr das? Zucker auf dem Stehen lassen. Ja, man kennt es doch. Oder? Der zieht natürlich Feuchtigkeit. Ne? So, 1, 2, 3, 4, 5 oder ein bisschen was. Wie immer. So, dann rühren wir das hier mal durch. Und das ist dann gleich die Basis. Und damit gießen wir das an. Das lassen wir dann einreduzieren. So, ich rühre das hier kurz mal glatt und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja? Boah. So muss ich aussehen, gell? Ihr seht's ja, gell? Geil. Ananas. Und wisst ihr, dieses. Ihr wisst ja, wie dieser Bambus schmeckt, ne? Mmh, dieser Bambussaft, der macht schon aus. So, ich habe jetzt hier Druck auf die Pfanne gegeben. Da sind noch ein paar Chili-Kerne von eben drin. Das ist schon mal ganz gut. So, und dann machen wir hier, guck mal. Da ist auch keine Flüssigkeit mehr übrig, ne? Da ist ja der Wein dran. Und ein bisschen Sojasauce, ne? Und dann haben wir hier natürlich ein bisschen Salz. Und wir haben die Stärke dran gemacht. So soll das aussehen. Pfanne ist heiß. Hähnchen rein. Und dann erstmal schön anbraten lassen. Das ist schon mal gut. So, dann nehmen wir schon mal eine andere Schüssel auf die Seite, weil wenn der Thun gleich gebraten ist. Oh, vielleicht können wir es sogar drin lassen. Mal sehen. Mal sehen. Normal würde ich es immer wieder rausholen. Aber da wir das alles schön klein geschnitten haben, können wir es vielleicht alles in einer Pfanne machen. So wäre es ja eigentlich auch richtig, ne? Ich habe mir hier auch so eine Wokpfanne besorgt. Die ist beschichtet. Wokpfanne wahrscheinlich, weil die so ein bisschen höher ist an der Seite. Da könnt ihr jede Pfanne nehmen, auf die ihr Bock habt, ja? So. Beschichtung immer gut. Und jetzt fangen wir an, das hier so ein bisschen geil anzubraten. Was, wollt ihr dazugucken? Wollt ihr dabei sein? Ach wohl, in der Zwischenzeit, ne, wenn ich hier Fleisch brate, könnt ihr doch eigentlich schon mal ein Abo dalassen. Würde uns richtig freuen, ja? Das für uns bedeutet das wirklich die Welt. Wir zählen unseren Erfolg, messen wir über Abos. Ganz klarer Fall. Gib mir einen Daumen nach oben, schreib mir einen netten Kommentar. Das wäre für uns halt, ja, das ist mehr wie alles andere wert. Ne? Macht das, wir freuen uns darüber. Und wenn ihr Bock habt, noch mehr geile Sachen zu machen von mir und die Videos vielleicht auch irgendwie mal einen Tag früher zu sehen oder so, empfehle ich euch natürlich die Kanalmitgliedschaft. Das war's für die harten Fans. Guckt euch mal an, da gibt es verschiedene
Ja, gibt's geile Sachen, unter anderem auch dieses wunderbare Schätzchen hier. Guck mal, für Crewmitglieder gibt's das. Ja, auch schon ab einem Monat Mitgliedschaft könnt ihr schon so eine Schürze bekommen. Also, guckt euch an. So, ich brate hier weiter Fleisch. Obwohl, nee, ihr bleibt jetzt dabei. Mir reicht jetzt schon damit. Weil jetzt machen wir nämlich das hier schon mit rein. Ich mach mal die Hälfte. Gucken wir, wie weit wir kommen. Das geht jetzt da schon mal mit drauf. Jetzt nehmen wir schon ein bisschen Farb hier ohne. Ich mache nochmal ein Tröpfchen Öl dazu. In die Mitte. Oh, wie das jetzt schon riecht. Ne? Ist das der Hammer. Und das ist bis jetzt nur Salz dran. Das ist echt der Hammer. Das Ingwer-Knoblauch-Ding. Und diese Chilis dazu. Es aktiviert es natürlich sofort. Und dann bildet sich auch so ein bisschen Bratensatz hier. Den könnt ihr lösen. Das ist super Geschmack. Hervorragend. Guck mal, jetzt haben wir das. Dann gehen wir her und schmeißen hier alles an Paprika und Bambus mit rein und braten das schön weiter. Das sieht doch jetzt schon mega bunt aus, gell? Toll. Die Ananas machen wir ganz zum Schluss, die ist ja schon gar. Die muss ja nur noch warm werden. Das ist doch schon stark hier. Und jetzt diese Paprika und so, ne? Die muss keine Farbe bekommen. Das ist ja letztendlich so irgendwie ein schönes helles Gericht, sage ich immer. Und die Soße ist nachher recht klar, das finde ich geil. So, da machen wir noch ein paar Erbsen dazu. Wenn wir so ein paar grüne Pünktchen drin haben. Und jetzt sag mal ehrlich, sieht das jetzt schon stark aus. Und ihr seht, da ist ja schon diese Stärke, die um das Hähnchen drum ist. Ne? Das merkt ihr. Das ist jetzt, guck mal hier, jetzt habt ihr an der Finger gerade. Das ist so, ja, da haben wir gleich schon die optimale Bindung da drin. Deswegen macht man das echt gut und außerdem hält die Marinade gut am Fleisch. So, ich habe jetzt hier auf Vollgas stehen. Jetzt gehen wir schon her. Rühren die Soße nochmal durch. Und dann gehen wir die da gleich drüber. Ich lasse es noch ein ganz kleines bisschen brutzeln und derzeit kann der Timmy schon mal den Reis aus dem Reiskocher holen. Ja, bis gleich. So, der Reis ist da. Guck mal hier, wir haben schon so einen Reis-Timbal gemacht. Wunderbar. Einfach hier Suppentasse oder Cappuccino-Tasse oder so. So, das hier ist fertig. Und dann machen wir jetzt Sülzi drauf. Dann machen wir drauf. So, und dann kochen wir das auf mit allem zusammen. Und guck mal jetzt, das ist schon eine geile Farbe. Ja. Oh, Hammer. Guck mal, in der Zwischenzeit habe ich mir noch so ein bisschen Frühlingslauch hier oben drauf geschnitten. Das sieht ja immer schön asiatisch aus, gell? So, jetzt machen wir noch ein bisschen Ananas dazu. Die muss ja nur warm werden. Tipptopp. Ah ja, und das lassen wir jetzt einmal ordentlich aufkochen. Dann gucken wir, ob wir genug Bindung haben. Wenn nicht, habe ich mir hier eben ein bisschen von der Stärke mit Ananassaft angerührt. Weißt du, dass du das dann ein bisschen die Soße so schön dicklich abbinden kannst, wie man das kennt. So, ich finde, bis hierhin ist das schon auf jeden Fall eine 9 von 10. Wir warten kurz, lassen kurz aufkochen, dann geht's weiter. Hast du deine Kamera im Griff? Ja. Läuft sie? Ja. Guck mal. So, einmal fett aufgekocht. Ist mir ein bisschen zu dünn. Deswegen gibt es hier noch ein bisschen Stärke und Ananassaft. Da macht man immer ein Schlückchen rein. Und dann rührt man das auf und dann seht ihr, wie das direkt die Konsistenz verändert. Aber so muss es ja auch sein. Wir wollen es ja schön schlotzig, gell? Ja, da geht alles rein. Alles rein, wie ich es mir gedacht habe. So. Wunderbar. Guck mal, so muss es aussehen. Ach, schön. Es riecht geil, gell? Also wer auf süß-saure Soße steht, der ist hier ganz vorne mit dabei. Herd aus, Kelle rein, Teller rüber. Guck mal, wir haben hier so einen geilen, länglichen Teller gemacht heute. So, oder? Und dann geben wir unser süß-sauer Huhn hier schön oben drauf. Timmy, sieht das gut aus? Mhm. Der Timmy ist großer süß-sauer Fan, gell? Ja? So, guck. Und dann legen wir hier so ein paar von den Dingerchen oben drauf. Und dann ist das hier unser Teller. Wir machen ein Foto und dann essen wir zusammen. Bis gleich. Timmy, gib her! Sieht geil aus, oder? Guck mal. Ja, so soll es sein. Erstmal hier ein bisschen Reis dazu. Ananas. Ich sag's euch immer wieder, ich bin kein großer Süßsauer-Fan, ne? Weil du oftmals auch so eine fertige Plörre bekommst. Aber das hier ist einfach geil. Macht's nach. Haut euch rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut.